Weil wie gesagt, die Scheibe, wenn du vor meinem Haus stehst, links, die war fertig, ja? Die war gefroren. Und dann hatte ich ja in der letzten Folge die Fackeln da links. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Box, das hier ist Sky Family 2 und ich habe einen Gast dabei, der darf aber nicht aufnehmen. Hallöchen, Papöchen. Ja, es ist Gronkh. Ich habe ihn mal wieder überreden können. Hallo, und wie geht es dir so, der Pox? Weißt du schon meine ganz neuen Projekte? Nein, das will ich gar Nein. nicht wissen, Gronkh. Du hast so viele Projekte auf einmal, das ist mir zu viel. Könntest du bitte den Droh ans Mikrofon holen? Den wollte ich nämlich eigentlich. Hallo, Pox, mein Schatz. Ah, da ist er ja. Hallo, Droh. Hallo, Pox. Also, ich würde sagen, Na? ich starte erstmal auf den Server, bevor das hier ausschwult. Start meinen Timer. Ausschwult, das ist auch so ein Wort. Das ist genauso wie. Was habe ich heute in Facebook geschrieben, Droh? Ich habe ja knallhart da wieder was drüber gesetzt, ne? Ich bin so doof. Das war irgendwas mit oben. Oben. Warte, oben. Oben. Ich such's gerade mal raus. Er sucht. Ach ja, du bist ja gar nicht Oben aufgenommen. sehen, obersehen, obersehen. Obersehen. Ja, ich habe es schon übersehen, obersehen. Danke Android an eure geniale und super gute Tastatur, damit dass ihr solche Wörter rausbringt. Worte rausbringen, ja. Waterloo. Da, 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 da. Und Tro, ich habe meinen Fehler gefunden. Ich weiß, wo ich den Block vergessen habe. Weil wenn du Wo meine. denn? Wo denn? Ja, hier über dem Fenster habe ich vergessen, diesen einen Block abzubauen. Ja. Also, ne, oben sehen, hä? Oben sehen. Ja, ist schon klar. Ja, darum. Wir hatten uns nicht in dem Augenblick über deine Rechtschreibung lustig gemacht, sondern einfach nur, dass es gepasst hatte. Das hat ja nichts mit Rechtschreibung zu tun. Obersehen hat nichts mit Rechtschreibung zu tun. Nein, Gut Deutsch. das hätte eher was mit Grammatik zu tun. Grammatik. Ah, so ähnlich wie Dramatik. Ja, ich habe Okay. einen dramatischen YouTube-Channel. Okay, gut. So. Hast du gesehen? Du hast da neben dir ein paar kleine Färmchen. Färmchen. Warte mal. Ja, kannst du mal ein bisschen füttern gehen? Ah, du hast Kühe. Na toll. Jetzt fühle ich mich fast wie zu Hause. Ich habe Kühe um mich rum. Ja, ob du nun Frauen neben dir hast oder Kühe, meine Güte. Oh. Das hast jetzt du gesagt, Also, Gott sei ne. Dank, und nicht ich. Moment, also jetzt hier, ne? Wenn er mal böse ist, wenn er mal böse auf dich ist, ne? Böse, ich bin nie böse auf meine Nicht jetzt hier, ne? Ich hab Ernst die meinen, ne? ganz doll lieb. Genau. Er hat sie so lieb, er steckt gerne was rein. Also geldmäßig. Ja, da stecke ich auch ganz oft ganz viel rein. Da hast du nicht Unrecht. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, die ist in Hörweite. Ist in Hörweite, Ja. okay. Das ist natürlich, Ja, genau. Sonst darf ich heute nach. Ah, ich spreche es jetzt einfach nicht laut aus. Aber du weißt, was ich sagen wollte, wahrscheinlich. Nein? Gut, dann sind wir uns ja einig. Tro, was hast du denn heute Schönes auf der Sky Family gemacht? Weil du hast deine 5 Folgen ja schon. Ich habe meine 7 Folgen für die Woche schon alle fertig. 7. Weißt du, was mir bei 7 einfällt? Nein? Naja, wie wär's mal, du guckst dir mal die Baumfarm an. Die Baumfarm? Hast du das niedriger gemacht? Nein. Was ist denn mit der Baumfarm? Sag mal, machst du doch deine Augen auf? Nein, ich nehme immer mit Augen zu auf, weil ich habe Angst, wenn mich die Zuschauer sehen, dass. Deswegen nehme ich immer mit Zuschauer zu auf, mit Augen zu auf. Ach so. Ja. Nein, was ist an der Baumfarm? Du hast hier alles neu gepflanzt und hast die alten Bäume abgerissen. Das habe ich gesehen in deiner heutigen Folge. Ja, wie wär's denn, dass die mal eben um das Doppelte größer geworden ist? Ja, gut. Ja, es ist, dass sie Ja. komplett eingezäunt ist? Ja. Das kann man ja mal übersehen. Ach, das geht jetzt hier. Ah, okay. Ich meine, deine Farm hast du ja gesehen. Auf deinen Prank hast du irgendwie nicht so reagiert, oder? Naja. Ist halt doof, den so früh zu veröffentlichen, dass ich eh jede Folge von euch immer gucke, sobald er veröffentlicht wird. Ja. Ich hab extra auf deine Reaktion gewartet. Ich habe sie irgendwo in keiner Folge gefunden. Und ich dachte mir so, naja, dann hast du es gesehen. Oder gesehen hast du es ja sowieso. Also sagen wir es mal so, in der letzten Folge war ich erst in mein Haus zurückgegangen. Okay, und da war wahrscheinlich nichts mehr da davon, oder?
Wollte doch, aber reden. Da ist was anderes passiert, das möchte ich aber jetzt noch nicht spoilern, weil diese Folge einfach so episch wird, liebe Leute, ja. Kann ich euch jetzt schon sagen, die Samstagsfolge wird einfach episch. Er ist schon wieder gestorben. Nee, die Freitagsfolge. Er ist schon wieder gestorben. Dazu werde ich jetzt nichts sagen. Die Idee ist schon wieder gestorben. Wenn das hier Pox eine Freitagsfolge wird, dann, Nein, das wird episch. Nicht meine das wird nicht meine Freitagsfolge, lieber Tro. Ich wollte mir doch eigentlich eine unendliche Wasserquelle ins Haus bauen. Toll, jetzt ist hier alles gefroren, verdammt. Tro, ich habe eine Frage an dich. Ja, Pox. Wie sieht unser, für dich. Wie sieht unser Nether aus? Ist der sehr leer oder sehr voll? Boah, der ist so voll. Ja, also wenn du reingehst, du wirst richtig Angst haben. Also ist auch, eine Sky-Welt, ja. Ist auch eine Sky-Welt, genau. Verdammt. Da sieht man, dass die Leute noch nicht bei mir geguckt haben, alle Folgen, und noch nicht bei dem Cap geguckt haben. Ja, kann ja mal passieren. So, hier ist das Wasser gefroren. Guck mal, die erste Scheibe ist fertig, lieber Tro. Wow. Na, sagst nichts mehr. Ja, so. Nachdem wir dir da zigtausend Tipps gegeben haben, wie es geht. Ich wusste das. Aber ich habe halt das eine vergessen, wenn du die letzte Folge angeguckt hast, da war die Scheibe schon fertig. Und dann ist wegen der blöden Fackel, die daneben stand. Ja, und du bist die ganze Zeit rumgerannt und hast dich gewundert, warum es nicht gefriert. Und bist sogar von oben, hast du drauf geguckt und hast es nicht gemerkt. Das war ja noch das Geilste. Du guckst von oben drauf, stehst auf dem Block drauf und wunderst dich, warum es nicht geht. Weil wie gesagt, dachte, Alter, wie gesagt, die Scheibe, wenn du vor meinem Haus stehst, links, die war fertig, ja. Die war gefroren. Und dann hatte ich ja in der letzten Folge die Fackeln daneben. Da hast du dich dran, dann ist es alles weggelaufen. Ja. Dann hast du dich entschlossen, aufgrund der Sache, dass du Half-Slabs hast und dann die halt da die Gegner nicht spawnen, ach, dann kann ich die Fackeln ja so weit entfernen. Und hast dann doch noch überlegt, da irgendwo Fackeln hinzustellen. Ja, genau. Scheiße, also, ich habe die Folgen geguckt, ne? Kacke. Ja, sehr gut, sehr gut. Nein, Plan ist eigentlich, Glowstone in den Boden einzulassen, aber das muss ich mir dann wohl wünschen. Ich wünsche mir Glowstone. Warum nimmst du nicht das, was schon in den Kisten ist? Ich möchte euch nichts wegnehmen. Das müsste man dem Danger sagen, der nimmt das auch immer weg. Also. Okay. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Naja, aber nein, da bin ich total dagegen. Und lieber Pox, ich könnte dir ja so einen kleinen Ratschlag geben. Du könntest ja mal in den Nether gehen. Ja. Ja. Und einfach mal den Block in der Mitte wegmachen. Von der Plattform, die Kev da mit den Glowstone noch gelassen hat. Und mal gucken, was da unten für eine Kiste drin ist. Hat bisher noch keiner gemacht, dass da nochmal eben, ich glaube, 128 Glowstone-Blöcke drin sind. Boah. Okay, pass auf. Ich gehe in den Nether. Boah, das Nether-Portal ist voll schön mit dem Shader. Das ist wie das Wasser, so richtig schön glatt. Da gehe ich jetzt rein. Blub, 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 blub. Nein, wer hat Gronkh gemacht? Blub, 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 blub. Ich bin im Nether. Wow. Hier ist auf jeden Fall nichts. Nichts. So, pass auf, hier ist eine riesen Glowstone-Plattform. Und in der Mitte. Musst du aufpassen, natürlich nicht runterfallen. Ne? Ja, das ist klar. Wow. Das sind 64 Gloster und eine Ender-Chest drin. Das ist jetzt meine. Danke. Das wusste ich jetzt nicht. Das ist meine Ender-Chest. Ja gut, eine Ender-Chest, wenn du die da hinpackst, die zählt ja eh dann überall. Ja, wir haben ja nur eine. Es bringt sowieso nichts. Ich weiß nicht, ob wir eine zweite machen könnten. Es sei denn, wir reißen irgendwo ein Nether-Portal ab. Kommen ein bisschen Obsidian. Wow, das war laut. Liebe Zuschauer, schreibt mir mal in die Kommentare, ob das laut war. Ansonsten, liebe Zuschauer, denkt dran an das Voting. Ja, ich habe den Link unten in der Beschreibung stehen. Ab jetzt, ab sofort. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, der Link steht unten in der Beschreibung, aber irgendwie vergesse ich das. Und jetzt steht da drin. Ich mache mit euch jetzt eine Wette, dass ihr es vergisst. Das Problem ist, ich würde auf die Wette nicht eingehen. Darf ich doof fragen, bringt der Strohballen in der Hühnerfarm was? Er sieht optisch gut aus und ich wollte einfach, dass die da was haben. Und außerdem kannst du dann schneller die Leiter hoch. Und vielleicht, wenn du sogar gut bist, brauchst du nicht mal mehr die Leiter hochspringen. Ach so, okay. Also es ist kein Fütterballen oder sonst irgendwas. Automatisches Füttern. Nein, das brauchst du nicht. Ich habe den einfach nur so reingemacht. Okay, ja, sieht schön aus. Gut. Pass auf. Ich habe jetzt 64 Glowstone. Ich brauche ja eigentlich nur ein bisschen was. Das bedeutet, unsortiert. Das legen wir mal da rein, das und das und das. Er klaut uns die Sachen. So, jetzt hat er schlechtes Gewissen, legt alles wieder zurück. Nein, tut er nicht. So. Das
Bedeutet, da leck mich am Arsch da. Da leckst du ihn nieder. Ich brauche übrigens, Pox, wenn du irgendwelche gewissen Wörter in deinen Videos hast, ja, piepst du die dann? Nö. Nein? Nö. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Penis, 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 Muschi, Muschi, Muschi. Das kannst du gerne machen, aber ich wüsste nicht, was dir das bringt. Moin Bro, hab dich gerade erst entdeckt, du bist der Hammer, Like und Abo hast du. Was ich dir noch als Tipp geben kann, gib nie auf und bleib so wie du bist. Hater gibt es immer, aber mach einfach weiter. Wenn du Bock hast, schau doch mal bei mir vorbei. Wenn dir meine Videos gefallen, dann kannst du mich ja auch abonnieren. Öfter mal reinschauen. Yo. Ciao, wir sehen uns auf meinem Kanal. Schönen Tag dir noch. Das sind meine Lieblingskommentare, hab ich dir das schon erzählt? Ja, das sagt jemand, der 141 Abonnenten hat. Ja, 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 ja. Hey, könntest du aufhören, über andere Kanäle zu haten auf meinem Kanal? Ich meine ja nur. Nein, ich hate ja nicht, aber das ist halt immer. Das klingt immer so, ne? Aber gut, ich genehmige den Kommentar. Komm. Ich mag solche Kommentare auch, Tro. Der gibt mir immer regelrecht einer ab. Aber ich muss sagen, letztens hat ein 2000 Abonnenten-YouTuber, da kannst du heutzutage nichts mehr drauf geben, ich meine. Ach, der Dommel. Nein, nicht Dommel, der hat 13.000, ja. Damit also, also. hat ein 2000 Abonnenten-YouTuber mir ein Smiley unter ein Video von mir gegeben. Ein lachendes Smiley. Ich habe ja noch was viel Geileres, ja. Ich habe auf einem Video, wo ich mit 200 Kbit-Bitrate aus Versehen aufgenommen hatte, das war ja mein Fehler, den ich hatte. Hoppla. Ja. Auf dem habe ich folgenden Kommentar und der ist einfach Hammer. Ja, da weiß ich haargenau, das hat er nicht ernst gemeint. Hey, du hast echt super gutes Sound- und Audioqualität. Yes. Mich wundert, dass du nicht so viele Abonnenten hast. Vielleicht kann ich dir mit dem Top-YouTuber helfen. Alle Infos gibt es in meinem Video. Würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. 52 Abonnenten. Du verstehst meine Antwort, Drew. Also, ich, weißt du, ich bin immer so, leben und leben lassen. Wir hatten es letztens in deinem Stream. Warte mal, Spruce ist das. Spruce ist Bruce, ne? Vielleicht brauche ich ja gar keinen. Ich probiere das jetzt mal. Wir hatten das letztens in deinem Stream, ich und Kev. Da wollte ich mich mit Kev fast ein bisschen anlegen. Jeder darf Content bringen und machen, den er möchte. Ich bin da wirklich komplett flexibel und ich nehme auch gerne mit jedem auf. Hallo, der fremde Kämpfer. Falls du hier das siehst, ich habe kein Problem. Ich nehme mit dir auf, nur kein Nintendo. Ich habe nämlich keine Wii. Auf was beziehst du dich jetzt gerade? Auf dein Chat. Ich weiß nicht, welcher das. Was hast du denn letztens aufgenommen? War das 100 Mario Herausforderung? Ja, es war 100 Mario Herausforderung. Kann sein, ja. Da hat der Kev gemeint, ja, hier und das kannst du noch verbessern. Ich bin der Meinung, jeder soll seinen YouTube-Kanal so machen, wie er möchte. Und, Das ist korrekt. Das ist korrekt, da gebe ich dir auch vollkommen recht, ja. Trotz alledem bin ich da auch genauso der Meinung von Kev. Ich nehme gerne mit jedem auf. Ja, aber eine gewisse Grundvoraussetzung möchte ich doch dann da irgendwo haben, dass wenn ich eben mit jemandem aufnehme, dass er dann das Video auch entsprechend veröffentlicht, dass er es entsprechend auch präsentiert. Und es ging mehr darum, dass man ihm halt versucht hat, Hilfestellung zu leisten, man es ihm mehrmals gesagt hat, wie es geht und jedes Mal halt die Frage wieder aufs Neue kommt. Und da hat man halt dann so dieses erdrückende Gefühl so von wegen, hört er überhaupt einen zu? Macht es dann überhaupt Sinn, mit ihm das zusammen zu machen, wenn er nicht mal mehr die Ratschläge annimmt, beziehungsweise umsetzt, beziehungsweise sich mal dahinter setzt. Ja, das haben wir bei Cinderellas schon gesehen, dass das keinen Sinn hat. Ja, richtig. Und bevor es dann da nämlich dann zur Explosion kommt, sagt man lieber gleich vorher nein, statt dass es dann schlimmer wird. Ich meine aber jemand ganz anders. Also, ich möchte jetzt hier echt keine Namen nennen. Ich habe nur, da hat jemand seinen Kanal in den Chat gepostet und er meinte, er ist erst 12 und hin und her. Und ganz ehrlich, ich finde das auch mit 12 eine absolute Leistung, so ein Video hochzuladen. Und das, was er von sich gegeben hat, textlich, inhaltlich, das schaffe ich nicht mal, wenn ich nüchtern bin. So, jetzt habe ich Druck kaputt gemacht. Das war der Cave Gamer, glaube ich, war das. Ja, ich wollte keinen Namen nennen, aber okay.
Ich muss jetzt gerade überlegen. Ja. Den konnte ich mir ja noch nicht angucken. Ja, dann mach das mal. Also, ich bin selten überzeugt von YouTubern, weil ich bin eigentlich nur von mir und Tro überzeugt. Weil ich mir immer denke, so, wir sind die Besten, wir sind die Größten. Abgesehen, Gronkh kommt morgen auf mich zu und sagt, hey, ich möchte mit dir Minecraft aufnehmen. Ich möchte bei der Sky Family mitspielen. So, letzter Block setzen. Und dann muss ich auch schon wieder vom Server. So schnell können 15 Minuten vergehen. Tro, ich danke dir, dass du als Gastmoderator dabei warst. Penis, Penis, Muschi, Muschi. Gut. Ich hab dich auch lieb. Mal gucken, was alles piept. Ich piepe gar nichts. Ich stelle das Video auf 18 plus. So. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Tro macht das sowieso, weil der findet meine Videos allgemein geil. Ich werde. Weißt du, wie das ist? Weißt du, wie dieses Video heißen wird? So, das hast du jetzt davon. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Mein Name ist Box. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss, tschüss, Penis.